wieder Daniel und Niki. Wir haben euch ja schon ein Video gezeigt, was man für den Oberkörper alles machen kann, um fit zu bleiben. Jetzt zeigen wir euch nochmal drei Übungen für die Beine, weil auch die in einem Training nicht zu kurz kommen sollen. Und Daniel fängt jetzt mit der ersten Übung an. Genau, wir haben wieder hier wie im ersten Video unsere Bettlaken in der Tür gespannt. Da halten wir uns fest, gehen einen Schritt zurück und dann stellen wir uns auf ein Bein. Das andere Bein bleibt gestreckt. Wir versuchen auch den Rücken gerade zu halten und gehen dann ganz langsam auf ein Bein runter und dann wieder hoch. Wichtig hierbei, dass wir nicht zu sehr mit den Armen uns festhalten, sondern dass wir schon versuchen, das Ganze aus den Beinen zu machen und die Bänder eben nur als Unterstützung da sind. Auch hier machen wir wieder 8 bis 10 Wiederholungen, wechseln dann das Bein und in 3 Sätzen das Ganze dann auch. Niki zeigt euch die nächste Übung. Ja, für die nächste Übung braucht ihr nur eine Erhöhung, wie zum Beispiel Bett oder kann auch was anderes sein. Hauptsache irgendwas, wo ihr euer Bein hochlegen könnt, auch nicht zu hoch. Dann mit dem anderen Bein bleibt ihr auf dem Boden und geht dann immer wieder runter. In die Position, drückt euch wieder aus dem oberen Fuß raus, unteren Fuß raus. Probiert nicht mit dem Knie immer so weit nach vorne zu gehen, so wie jetzt gerade, sondern das Knie bleibt immer über dem Fuß. Dann macht ihr auch 8 bis 10 Wiederholungen pro Seite, 3 Sätze. Und dann die dritte Übung zeige ich Daniel jetzt nochmal. Genau, bei der dritten Übung nehmen wir wieder den mit Wasserflaschen gefüllten Rucksack aus dem ersten Video, setzen uns den auf und machen dann ganz normale Squats. Also ganz normale Kniebeugen, Beine etwa schulterbreit auseinander, gehen dann langsam runter und wieder hoch. Auch hier wieder 10 Wiederholungen in 3 Sätzen und dann habt ihr, denke ich, ein ganz gutes Beinworkout zusammengestellt. Bleibt fit und hoffentlich geht die Zeit bald vorbei, dass wir wieder richtig trainieren können.